Okay, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier den richtigen Ausweg finden. Ich habe ja schon gesehen, da steht die 27 drauf. Da müssen wir also durch. Und zwar müssen wir jetzt hier draufbleiben, bis wir weitere Anweisungen bekommen. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier hinten in der Gepäckförderanlage aussieht. So, wir müssen uns auch ducken, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und da brennt es auch schon direkt. Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Flughafenfeuerwehr, die Simulation. Wir befinden uns hier im Moment in der Vergangenheit und zwar auf einer Einsatzfahrt mit dem TLF-3 und zwar auf einer Einsatzfahrt zum Sportflugplatz. Von dort kam eine Alarmierung rein und dann gucken wir doch mal, was uns hier erwartet, was wir hier zu tun haben. So, da ist noch ein Panther unterwegs, der hier auch noch irgendwie noch sich ausrichtet, noch passend hinfährt. Und hier sollen wir stehen bleiben bei dem P und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier zu tun haben. Einsatzleitung an TLF-3, hört ihr mich? TLF-3 in Einsatzleitung, wir hören dich, Mike. TLF-3 beginnt sofort mit einem Schnellangriff auf das brennende Flugzeug. FLF-8 und FLF-9 unterstützen dabei. TLF-3 in Einsatzleitung, verstanden. John, du hast es gehört. Sofort den Werfer fertig machen und mit dem Löschvorgang beginnen. Okay, wunderbar. Dann können wir jetzt auch hier den Werfer auf dem Dach einsetzen. Und zwar aktivieren wir den mit der Taste R, beziehungsweise das Angriffssystem wird damit aktiviert. Und dann können wir mit der Taste X den Werfer an ausschalten und mit Tasten WASD den bedienen. Okay, wunderbar. Einmal aktivieren und Action, los geht's. 3 Minuten und 45 Sekunden haben wir jetzt noch Zeit, um hier das Ganze zu löschen. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, meint ihr, das gehört, ist nur fürs Flugzeug oder vielleicht auch die Halle? Bin ich mal gespannt. Gucken wir mal. Aber probieren wir natürlich erstmal schnellstmöglich das Flugzeug zu löschen. Dabei werden wir hier von den beiden Panthern unterstützt, FLF 8 und FLF 9. Und FLF steht ja für Flugfeldlöschfahrzeug, glaube ich, ne? Das Flugzeuglöschfahrzeug? Nee. Flugfeldlöschfahrzeug. Ich glaube Flugfeldlöschfahrzeug. Also bei LF bin ich mir sicher, dass Löschfahrzeug steht. Und das F wird wahrscheinlich dann Flugfeldlöschfahrzeug sein. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Die linke Tragfläche haben wir schon mal schnell gelöscht. Guck mal, sieht die, brennt die rechte noch oder ist das Gebäude? Weiß ich nicht. Und vorne ist dann das Flugzeug auch noch, ne? Ich glaube, wir können, wir sollten eigentlich auch umparken können. Vielleicht können wir dann irgendwie mal von vorne oder seitlich ans Flugzeug dran. Dann können wir es vielleicht besser löschen. Vielleicht brennt die Tragfläche jetzt noch. Ne, die Tragfläche haben wir gelöscht. Perfekt. Dann können wir von hier. Von hier könnten wir, wenn wir das Gebäude auch noch löschen sollen, dann auch noch hier von hier perfekt aufs Gebäude zielen. Und jetzt gucken wir, dass wir hier das so schaffen, das Flugzeug noch vorne zu löschen. Also von hinten ist ein bisschen schwer, da vorne am Flugzeug hinzukommen. Perfekt, Flugzeug gelöscht. Das Feuer an der sehr schön. Ist gelöscht. Unterstützt jetzt okay, am Gebäude. Löscharbeiten am Gebäude. TLF-3 in Einsatzleitung. Verstanden, Mike. Okay, wann, los, John, dann schnell darüber. Bin schon unterwegs. Dann ist die volle Zeit da oben, die da steht, die war die komplette Zeit für das, für den kompletten Brand hier gedacht. Also nicht nur fürs Flugzeug. So, okay, wir machen das jetzt von links nach rechts. Und wir stehen eigentlich so, dass wir nicht mehr umparken müssen, glaube ich. Sieht echt gut aus. Ich glaube, wir kriegen das sehr gut hin. Das sieht sehr gut aus. Sehr schön. Ich glaube, den Einsatz können wir hier gut bewältigen. Wenn wir sonst nichts mehr tun müssen, außer halt das Feuer hier noch löschen. Das haben wir jetzt nämlich auch schon fast geschafft. 1 Minute 50 Sekunden haben wir noch übrig. Ja, wunderbar. Läuft hier mit dem Werfer auf dem Dach hier einwandfrei. Einsatzleitung so. An alle Einsatzkräfte. Perfekt. Der Brand wurde vollständig bekämpft. Sehr schön. Der Einsatz ist hiermit beendet. Die beiden FLFs 8 und 9 bleiben mit mir noch vor Ort. Alle anderen Einsatzkräfte können den Rückzug antreten. TLF-3 an Einsatzleitung. Haben verstanden und treten jetzt den Rückweg an. Das war gute Arbeit, John. Und jetzt lass uns zusehen, dass wir zurückkommen. Danke, Chris. Dann mal zurück zur Wache. Okay, ab zurück zur Wache. Sollen wir eigentlich fahren jetzt, oder werden wir da jetzt versetzt? Ah, ne, wir werden wieder zur Wache versetzt, beziehungsweise es lädt jetzt wieder. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ob es wieder in der Gegenwart weitergeht oder in der Vergangenheit. Genau, in der Gegenwart sind wir im Moment bei den Gepäckförderanlagen, aber schauen wir mal, wo es jetzt weitergeht. Okay, es geht wieder in die Gegenwart zur, und zwar Fördertechnik haben wir jetzt hier stehen. Also bei den Gepäckförderanlagen sind wir im Moment, mal gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. Genau, da sind wir ja letztes Mike? Mal hier. Seid ihr noch da? Bis hierhin sind wir ja schon gekommen. Komm schon, Mike. Wie geht's weiter? Ich muss hier raus, bevor das restliche Gebäude auch noch nachgibt. Ja, wir sind noch hier, John. Das ist ein einziges Labyrinth aus Bandanlagen. Gar nicht so einfach, da einen Ausweg für dich zu finden, der nicht direkt in den Flammen endet. Aber ich glaube, wir haben es jetzt. Okay. Dann schieß mal los. Du solltest vor dir jetzt 5 Transportbänder sehen. Ja, Mike, ich sehe sie. Es sind 5 Stück. Ah, genau. 1, 2, 3, 4 Die Bänder sollten an den Seiten verschiedene Nummern haben. Suche das Band mit der Nummer 27. Dieses musst du nach oben laufen und ihm bis zur ersten Gabelung folgen. Verstanden. Aber wo komme ich dann raus?
Ein Stück weiter hinten gibt es Aufgänge in den oberen Teil der Anlage. Und von dort aus kommst du raus aufs Dach. Chris und Alex sind im oberen Teil auf dem Weg zu dir. Dann mal los. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Alles klar. Und pass auf. Die Anlagen sind zum Teil schwer beschädigt. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier den richtigen Ausweg finden. Ich habe ja schon gesehen, da steht die 27 drauf. Da müssen wir also durch. Und zwar müssen wir jetzt hier draufbleiben, bis wir weitere Anweisungen bekommen. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier hinten in der Gepäckförderanlage aussieht. So, wir müssen uns auch ducken, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und da brennt es auch schon direkt. Und hier liegt noch überall Gepäck drauf. Da noch eine Handtasche. Da hinten auch nochmal eine Tasche. Hier überall. Ein bisschen so wie eine Kühlbox oder so sieht es aus. Da noch viel mehr Gepäck. Kommen wir hier durch? Oder müssen wir da irgendwas zur Seite machen? Können wir hier stehen? Nee, können wir nicht, oder? Müssen hier weiterhin geduckt bleiben, okay. Dann gucken wir mal, ob wir da jetzt irgendwie so ein großes Labyrinth auch erblicken oder ob die alle jetzt in separate Bereiche gehen und wir jetzt nur dieses eine Förderband da sehen. Aber es ist ja richtig krass, an so richtig großen Flughäfen wie zum Beispiel Frankfurt oder so, diese unterirdischen Gepäckförderanlagen. Ich habe das schon mal gesehen auf irgendeinem Video oder so, Bildern davon. Das ist einfach riesig, das ist ja manchmal noch mehrere Ebenen übereinander an Förderbändern und so. Das ist einfach krass, wie groß diese Förderbänder, diese Anlagen sind. Okay. Alter, hier ist überall noch das ganze Gepäck, was hier noch aufgelegt wurde, bevor es angefangen hat zu brennen. Und da unten brennt es noch weiter. Ja, guckt hier, da geht es jetzt hier mit einer anderen Anlage quer durch. Also es ist echt immer so ein riesen Anlage an mit den Förderbändern. Oh, da ist ein neuer Feuerlöscher. Ich glaube, den sollten wir uns mal holen. Ich habe nämlich gerade gedacht, na, wir haben ein bisschen wenig Löschschaum. Hoffentlich kommt bald wieder ein Feuerlöscher. Und genau hier haben wir jetzt einen gehabt. So, kommen wir hier vorbei, ohne Schaden zu nehmen. Ja, passt. Perfekt. Und wir haben wieder einen vollen Feuerlöscher. Sehr schön. Dann gucken wir mal, wo uns hier Gepäckband 27 hinführt. So, da unten sieht man wieder sehr nach Feuer aus. Oder da ist eine rote Lampe. Aber wahrscheinlich eher Ersteres, also eher Feuer. Aber es geht noch weiter geradeaus. Oder nee, vielleicht ist doch nur eine rote Lampe da unten. Hier können wir ja wieder uns hinstellen und da ist nur eine rote Lampe. Oh, da fehlt aber noch irgendwie das Objekt. Da ist nur der Lichtpunkt. Oh, nee, hier kommen wir nicht weiter. Oder? Nee, da kommen wir nicht weiter. Das ist zu Ende. Da müssen wir wohl hier runter. Können wir uns wieder hinstellen. Gucken wir mal, was wir jetzt hier haben. Aber wir nehmen gar keinen Funkkontakt irgendwie mit den Kollegen auf. Komisch, ich dachte, wir müssten. Der würde uns dann sagen, wie es weitergeht. Nämlich Folge Band 27, bis du weitere Anweisungen bekommst. Aber gut, wir gehen einfach mal hier lang weiter, mal gucken. Oder hätten wir mal bei der Tür da vielleicht gucken sollen. Okay, verschlossen. Gut, dann gehen wir hier weiter. Gucken wir mal, wo uns der Weg hier hinführt. Da haben wir nochmal einen Feuerlöscher. Aber wir haben ja eben erst ausgetauscht. Also wir haben ja jetzt erst wieder einen vollen Feuerlöscher genommen. Wie sieht's hier aus? Verschlossen, wir haben gerade kurz nach 2:30. Auch nicht schlecht zu wissen, ne? Natürlich ganz wichtig, wenn man jetzt hier schnell auf dem Weg aus dem brennenden Gebäude ist, sollte man unbedingt noch die Uhrzeit wissen, was gerade für eine Uhrzeit ist. So, links oder rechts? Da ist ein Gepäckband. Aber kommen wir da irgendwie weiter? Müssen wir erstmal das Feuer löschen, vorher sehen wir nichts. Beziehungsweise wir wissen ja überhaupt nicht, ob wir hier weiter müssen. Ah doch, das wird es sein. Da hinten, da wären wir noch nicht durchgekommen. Das ist es. Genau, deswegen sind wir hier lang gegangen. Genau. Da war es einfach so niedrig, die Decke, dass man da nicht durchkommt. Okay, wir sind hier richtig, Alter. Das sieht jetzt hier aber nach einem größeren Bereich aus. Und da ist eine Gabelung von Gepäckbändern. Und hier sind noch mehrere Gepäckbänder. Mike, okay. Geht das Band in zwei Richtungen weg? Muss ich nach links oder rechts? Es geht nach rechts weiter. Bis zum Aufgang ist es nicht mehr weit. Okay, wir müssen da hinten hin. Gut, dann können wir auch hier anders weiterlaufen, hier mal entlang sprinten, wieder aufs Band draufspringen und hier weiter. Okay, dann gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Über die weiten Strecken des Gepäckbands 27. Jetzt erfahren wir hier auch mal, wo das Gepäck lang geht, wenn es über Gepäckband 27 aufgeladen wird. So, dann lasst uns mal hier runtergehen, können wir uns gleich wieder hinstellen. Mal gucken, jetzt geht's. So. Wow, hier überall noch Feuer, Feuer, Feuer. Aber da kommen wir überall sicher rum. Ist ja nicht auf dem Gepäckband, aber da unten ist wieder Feuer auf dem Gepäckband und hier müssen wir uns wieder ducken. Okay. Bin ich ja echt mal gespannt, wann wir dann auf Chris und Alex treffen. Okay, hier kommen wir durch. Können wir uns kurz wieder hinstellen und wieder ducken. Das ist echt
ewig lang, das Gepäckband. Das ist echt krass. Also wenn ihr vielleicht sowas schon mal gesehen habt, dann guckt mal auf YouTube. Gebt einfach mal Gepäckband Flughafen Frankfurt oder einfach Gepäck, oder besser Gepäckförderanlage oder sowas ein. Und dann findet ihr vielleicht sogar irgendwie ein Video, was mal irgendwas erzählt, wo irgendwie ein paar, so eine kurze Informationsvideo über ein Gepäckanlage an einem Flughafen. Da werdet ihr erfahren auch, wie riesig sowas ist. So, mal gucken, jetzt lädt's wieder. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe da mal ein Video, ich glaube, von Fraport gesehen, wo die auch mal gesagt haben, wie lang das eigentlich ist, so ein Gepäckförder, die Anlage, wie viele Kilometer an Gepäckförderband da sind. Aber gut, jetzt geht's hier weiter. Güte, 4 Jahre zuvor, Helikopterabsturz. Da sagst du was. Zum Glück haben wir heute Schulung. Da kann uns das Wetter egal sein. Und in knapp einer halben Stunde ist erstmal Mittagspause. Oh ja, ich habe schon einen Bärenhunger. Das ist bei dir ja nichts Neues. Also ich könnte jetzt auch was zu essen vertragen. Oh oh, da ist wohl wahrscheinlich gerade ein Helikopter abgestürzt. Nein, das war nur der Donner. Ich hab doch gewusst, dass das kein Donner war. Achtung! Nee, das war kein Donner. Einsatz für den gesamten Löschzug. Durch einen Blitzeinschlag kam es im Bereich des Helikoptergeländes zum Absturz eines Hubschraubers. Und wir steigen in TLF 2 ein. Sind über den gesamten Bereich verstreut. Andere Seite. Nachbarne Gebäude getroffen. TLF 2, wo ist es denn? Das hier, na. Habe ich verwechselt. TLF 2, ist es das? Das wäre TLF 3. Oh, dann steht es da oben falsch. Das ist TLF 3, muss noch geändert werden. So, Blaulicht und Sirene an und ab zum Helikopterplatz hier auf dem Flughafen. So, schauen wir doch mal, was wir dann dort vorfinden werden. Ob wir dann wieder mit dem Schnellangriffssystem anarbeiten werden. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder sowas, dass wir teleportiert werden. Ich bin auch mal gespannt, wann wir dann auch mal so Drehleiterfahrzeug, haben wir hinten ja gerade gesehen, so Drehleiterkorbfahrzeug und wann wir dann doch so Panther auch nochmal fahren werden. Freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. So, Helikopterabsturz. Haben wir sogar 2 Einsätze heute in einer Folge. Genau, zu Beginn hatten wir das ja am Sportflugplatz und jetzt hier Helikopterabsturz. Alter, da hinten brennt es aber ordentlich. So, schnell den ganzen Kollegen hinterher. Volles Aufgebot der Feuerwehr. Wir können ja mal in der Innenansicht fahren. So. Kann man eigentlich jemanden neben uns sitzen? Nee, sieht nicht so aus. Wir können nicht so weit blicken, aber ich glaube nicht, dass wir jemanden neben uns sitzen haben. Oh, da kommt noch ein Flugzeug runter, aber wir haben noch vorher die Bahn hier gekreuzt. Aber ich finde, es sieht auch nochmal viel besser aus mit den ganzen Lichtern und hier den Bahnen und so. Mit den Rollwegen und so jetzt im Vergleich zu den anderen vorherigen Flughafen-Feuerwehr-Simulatoren. So, da vorne raucht es aber auch echt ganz schön und da brennt es lichterloh. Dann gucken wir mal, was wir da alles vorfinden werden. Wie groß der Brand denn insgesamt sein wird. So, da ist unsere Halteposition. Mal gucken, was wir für Anweisungen bekommen. Die Einsatzkräfte von TLF 2 und HLF 4 melden sich umgehend bei mir am ELW 1 zur Einsatzbesprechung. Alles klar, Mike. Sind schon unterwegs zu dir. Okay, wunderbar. Wir sind eigentlich TLF 3, aber egal. Gut. Das muss wahrscheinlich noch geändert werden. Da ist wahrscheinlich ein Fehler aufgetreten irgendwo. Chris und Alex. Schnappt euch die Ausrüstung und beginnt sofort mit der Brandbekämpfung an den betroffenen Gebäuden. Alles klar, Mike. Wir sind schon unterwegs. Auf geht's. John, ab ins Fahrzeug. Kümmere dich mit dem Werfer um die größeren Trümmerteile. Verstanden. Bin schon unterwegs. Ei, ei, Chef. Wir machen uns an die Arbeit. Ab wieder in unser Tanklöschfahrzeug und los geht's mit der Brandbekämpfung. Wir helfen sozusagen... Ah, da hinten erstmal. Nicht in... Die Panther machen uns erstmal da. Wir löschen uns erstmal hier die Teile. Können wir schon ein bisschen näher ranzen. Alter, hier brennt es ja überall, Alter. Das ist alles vom Helikopter. Krass, krass. So, dann einmal Werfer aktivieren und Action. Hoffentlich stehen wir nicht zu weit, zu nah jetzt. Zu nah, dass wir nicht mehr das unterste Teil jetzt erst erreichen. Also, das geht noch, oder? Wird knapp. Ich glaube, das erreichen wir nicht. Dann machen wir erstmal das da hinten. Natürlich nicht so einfach zu sehen, ob es gelöscht ist, aber ich glaube jetzt ist es aus, oder ist es das davor? Das kann man manchmal ja nicht unterscheiden. Doch jetzt ist es aus, als ist es vom Baum oder sowas. Genau, aus einem Stück Holz. Machen wir erstmal jetzt das Teil hier vorne rechts, machen wir dann ganz zum Schluss. Also wenn wir dann erst umparken müssen, müssen wir nochmal ein Stück zurückfahren. So, jetzt sind wir ganz nach da hinten, aber das klappt schon mal gut. Also wir können schon gut mit dem Werfer umgehen. Weil wir haben 5 Minuten noch Zeit, also passt das noch. Schaffen wir das vielleicht sogar? Komm bitte. Wir müssen zurückfahren, bevor wir jetzt da ewig rumprobieren. Und auch aktivieren. Wird aktiviert und jetzt X. Und jetzt einmal löschen. Los, 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 los. So, noch ein bisschen runtergehen, wieder in die andere Ansicht.
Jetzt sollten wir es auch gleich haben. Perfekt. Gucken wir, dass wir von hier noch das da links bekommen. Und dann fahren wir da rum, da wo wir das jetzt gerade löschen. Und dann gucken wir, dass wir von dort die anderen Teile erreichen. Vielleicht von hier das noch hinterm Baum. Ich weiß nicht. Da sind Chris und Alex wahrscheinlich, die da das Gebäude löschen. Aber ich glaube, wir sind jetzt gerade bei dem Großteil vom Helikopter. Von der Kabine vom Helikopter. Die löschen wir, glaube ich, gerade von hier aus. Die gerade draufhalten. Genau, einige hatten sich ja auch gewünscht, dass ich vielleicht auch mal hier euch die amerikanischen Einheiten zeige, also ich auch mal hier mit den amerikanischen Fahrzeugen und so fahre. Und da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht dann irgendwie mal in nächster Zeit mal auswähle, dass ich anstatt den deutschen Einheiten hier mit amerikanischen Einheiten spiele, dass wir dann hier mal mit den, dass ich auch mal die amerikanischen Einheiten zeigen kann. Warte mal, kann ich mal ran? Genau. Schaue ich mal, ob wir das dann vielleicht bald mal auch mal machen werden. So. Jetzt geht hier weiter bei den großen Trümmerteilen. Okay, der X. Hier ist wahrscheinlich der Helikopter abgestürzt da drauf. Hat hier ganz schön was mitgerissen. Guck mal, hier ist alles hier. Entweder sie stehen schräg, die Pfosten, oder irgendwie sind ganz aus dem Boden rausgerissen. So, das ist gelöscht. Guck mal, hier links schaffen wir das. Ah, scheiße, doch, komm, bitte, bitte, bitte. Reicht es aus? Ah, da stehen wir zu nah dran, oder? Gucken wir erstmal, dass wir da hinten von hier löschen. Wir müssen wahrscheinlich innerhalb der 3 Minuten auch noch das Gebäude löschen. Oh, oh, schaffen wir das? Bin ich echt mal gespannt. Wird echt knapp. Dann müssen wir mal weiter ausfahren. So, jetzt schaffen wir das da. Wir müssen schneller wechseln. Also manchmal habe ich jetzt auch noch ein bisschen länger drauf gehalten, obwohl das Feuer schon aus war. Das muss ich vermeiden. Und hier noch ausfahren. Jetzt treffen wir. So, jetzt treffen wir da hinten. Genau, müssen wir mal gucken, wegen amerikanischen Einheiten mit den Fahrzeugen, ich es euch vielleicht auch mal zeige hier im Let's Play. Ein Blaulicht aus. So, wir parken mal um, dass wir vielleicht so von hier auch das Gebäude kriegen. So, jetzt erstmal das da unten rechts und dann kriegen wir das Gebäude. 2 Minuten 45, schaffen wir das? Doch, das schaffen wir, Leute, das kriegen wir hin. Wir dürfen jetzt nur nicht gegen den Mast hier treffen. Ja. Okay, wunderbar, hier ist alles gelöscht, dann jetzt aber aufs Gebäude. TLF 3 an Einsatzleitung. Die verstreuten Trümmerteile sind alle gelöscht. Verstanden, John. Hilf mit deinem Fahrzeug den anderen Einsatzkräften bei den Löscharbeiten am Gebäude. Ja, alles machen klar. Wir. Ich mach mich an die Arbeit. So, komm schon, geh aus, Dixie-Klo und so weiter. So, okay, jetzt noch auf die andere Seite. Gehen wir am besten, von welcher Seite aus gehen wir denn da ran? Müssen hier mal kurz und jetzt zurücksetzen. Schnell, 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 nur noch 2 Minuten. Oh, jetzt erstmal hier und dann gehen wir noch zu den Panthern rüber, zu den beiden FLFs. Und dann sollten wir es noch schaffen, in 2 Minuten kommt es schaffen, Leute, das schaffen wir. So, das geht relativ schnell hier und jetzt noch da beim Panther auf der Seite und dann haben wir es gleich geschafft. Wir haben noch 1 Minute 50 Sekunden. So, müssen wir kurz hier rum. Wo brennt es denn hier noch? Ich dachte, ich hätte da vorhin noch was hier auf der Seite brennen sehen. Müssen wir hier außen rumfahren. Ach, da brennt es auf der anderen Gebäudeseite. Das müssen wir noch löschen und dann haben wir es geschafft. Dann ist hier der Einsatz am Hubschrauberplatz auch erfolgreich abgeschlossen. Und dann ist der Teil hier auch schon gleich wieder zu Ende. Wunderbar! Mike, kannst du mich hören? Ja, Alex, ich höre dich. Wie sieht's aus? Das Feuer scheint komplett bekämpft zu sein. Feuer ist gelöscht, Leute! Perfekt! Okay, habe verstanden. Wir schon sehr gut hier mit dem Einsatzleitung Werfer umgehen. An alle Einsatzkräfte. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und die Löscharbeiten können eingestellt werden. Wir bleiben zunächst noch vor Ort, um auszuschließen, dass wir irgendetwas übersehen haben. Okay, wir parken nur gerade um. TLF 2 an Einsatzleitung. Verstanden. Sehr gut. Ja, Leute, jetzt gucken wir mal, jetzt wahrscheinlich wieder in die Vergangenheit, in die Gegenwart gehen, oder? Heute einige Stunden zuvor. Ja, und was genau da jetzt passieren wird, das werdet ihr dann im nächsten Teil erfahren. Drücke ich mal Escape. So, einmal Pause, genau. Und was jetzt genau dann hier bei Schockwelle heute einige Stunden zuvor passieren wird, wahrscheinlich dann, genau, das war jetzt eben, glaube ich, vor 4 Jahren. Und dann wird es jetzt auch vor 4 Jahren spielen und nur zu dem, wo wir eben den Einsatz hatten, nur da nochmal ein paar Stunden davor. Genau, ist halt immer hier alles so mit Zeitsprüngen. Und ja, dann würde ich sagen, was ist aber an dieser Stelle schon wieder von dem Teil hier. Genau, wie es dann hier weitergeht im Spiel, das werdet ihr dann im nächsten Teil erfahren. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Und ja, ich hoffe auch, dass der Teil euch hier gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir das mit einer positiven Bewertung zeigt. Wenn ihr also den Daumen nach oben drückt. Und dann hoffe ich, dass ihr im nächsten Teil wieder mit dabei seid. Wenn wir dann hier wieder weiter fleißig Brände bekämpfen und hier Einsätze
Einsätze absolvieren in der Vergangenheit sowie in der Gegenwart. Gucken wir mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Euer Line-Gamer 1. Ciao.